Ganz viele Menschen glauben, dass im Kapitalismus, in der Marktwirtschaft, also kurz im jetzigen System, auch Gutes tun möglich wäre. Und ich habe ja gesagt, ja hoppla, Vorsicht, das ist wahrscheinlich ein Irrtum. Es gibt fast keine Möglichkeit, wie überhaupt irgendwo sozusagen Wahrheit, Echtheit und so weiter existieren kann. In der Marktwirtschaft entwickelt sich alles immer Richtung Profite auf Kosten der Menschen, weil es nicht anders geht, weil die Naturgesetze dagegen sprechen. Die Naturgesetze der Evolution wirken darauf hin, dass es nicht anders sein kann. Hier unten rechts an dem rundlichen Ding draufklicken, schneller drehen, macht Freude. Ja, und jetzt bringe ich das Kioskbeispiel, um zu verdeutlichen, um die Argumentationsketten, die freie Argumentekultur, logischen Argumentationsketten zu zeigen, warum, wieso, weshalb nur in der Gemeinwohlwirtschaft oder in Kommunen, die aussteigen aus dem marktwirtschaftlichen System und erstmal vielleicht gar keine Form der Marktwirtschaft oder des Tauschhandels, der Arbeitsteilung, oder zumindest keine Form des Tauschhandels, des Marktes oder Ferntauschhandels erst einmal praktizieren. Arbeitsteilung kann man ja praktizieren, aber eben der entscheidende Punkt, wo also die Fehlentwicklung beginnt, ist, wenn man Tauschhandel, Markt und Tauschhandel, Markt und Ferntauschhandel einführt in einer Kommune, ohne dann sofort echte Gemeinwohlwirtschaft einzuführen. Und das wollen wir an dem Kioskbeispiel verdeutlichen. Also, wir haben hier eine große Schule. Das ist die große Schule, das ist ihr Haupteingang oder ihr einziger Eingang, ne? Wie so manchmal Schulen so sind, ja. Und dann haben wir hier einen Kiosk und hier einen Kiosk. Diese Kreise sind jetzt, erklären wir zu unseren Kiosken. So. Und was passiert jetzt? Stellen wir uns ganz früher vor, diese Kioske waren bestückt vielleicht mit Ursorten von Obst und Gemüse. Ursorten heißt, dass sie nicht gentechnisch verändertes Obst hatten, nicht züchtungsmäßig auf zu viel Zucker zum Beispiel immer mehr Zucker hingezüchtetes Obst und Gemüse hatten, sondern wirklich einfach nur naturbelassenes Sorten, auf die der menschliche Stoffwechsel angepasst war. Also das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel hier hingehen und sehen jetzt, dass wir hier über Millionen von Jahren, dass also unsere Urgroßeltern die letzten 13,8 Millionen Jahre hier bis vor 0,4 Millionen Jahren, bis vor 400.000 Jahren lief alles ab, dass wir eigentlich im Wesentlichen nur das aßen, was von in der Natur wuchs, von Natur aus, permakulturell. Vielleicht hatten wir schon einen gewissen Einfluss darauf, dass die Früchte, die besonders viel Energie und Kraft und so weiter brachten, dass die vielleicht häufiger gegessen wurden und dass unsere Geschmacksorgane durch Mutation und Selektion darauf hingeeicht wurden,
dass uns genau die, die uns auch besonders viel gute, konstruktive Energie brachten, sozusagen, auch unseren Geschmackssensoriken im Mund- und Rachenraum besonders lecker schmeckten, ja? So weit, so gut. Aber letztendlich sorgten wir dann dadurch nur, dass wir die viel gegessen haben, solche Früchte und auch deren Samen vielleicht dadurch durch die Gegend ausgebreitet haben, sorgten wir dafür, dass etwas mehr von diesen Fruchtbäumen oder Gemüsepflanzen und so weiter eventuell überall gewachsen sind, ja, so wie heute noch Affen oder so, wenn sie bestimmte Früchte sehr häufig essen, dann natürlich auch deren Kerne, deren Samen ausscheiden an anderen Stellen und dass dann dort auch neue solche entsprechenden Fruchtbäume heranwachsen und so weiter. So, das heißt, dass dieses natürliche, vorsichtige, behutsame Begärtnern ohne jede Absicht eigentlich, das war das, was die Natur höchstens ein bisschen beeinflusst hat, so dass nach und nach vielleicht um uns herum sozusagen mehr von den Bäumen, Pflanzen und so weiter wuchsen, die auch irgendwie ganz gut zu uns passten und die uns gute Energien brachten und mit denen unser Stoffwechsel gut klarkam und so weiter. Und so passte das aber alles sehr gut zueinander. Und jetzt kommt aber irgendwann ab vor 400.000 Jahren die Erfindung von Tauschhandel, Markt- und Ferntauschhandel und auch Arbeitsteilung und so weiter. Und jetzt beginnt dieses Spiel, das Kioskspiel. Also wenn wir jetzt vor 400.000 Jahren einen Kiosk hätten, und damit gehe ich wieder zurück dahin, vor 400.000 Jahren einen Kiosk hätten. So, zwar diese beiden Kioske, ja, vor 400.000 Jahren, dann waren die bestückt, also mit reiner naturbelassener, direkt aus der Natur kommenden Obst und Gemüse, also Pflanzennahrung und so weiter. Ja, so. Und jetzt bekamen die Kinder in der Schule, nehmen wir mal an, es hätte damals, hat natürlich die Schule noch lange nicht gegeben, aber dann wäre also jetzt diese Kiosknahrung, die Kinder hätten dort gesunde, gesundheitsförderliche Nahrung bezogen und alles wäre soweit okay gewesen, erst einmal. Die Kioskleiter hätten sich in der Wahrheit befunden, hätten also keine vorteilbringenden Irrtümer entwickelt, sondern wären noch in der Wahrheit sozusagen, ja, nur diese naturbelassene Nahrung ist gut für die Kinder. Ne? So, und jetzt passiert aber vor 400.000 Jahren irgendwann danach. Spielt gar keine Rolle, wann das passiert ist. Wir wissen nur, dass es passiert ist. Irgendwann danach entwickelte zum Beispiel jetzt dieser Kioskinhaber hier, diese Familie, diese über Generationen laufende Familie. Wir können uns das ja gerade nochmal anschauen hier. Ja, also das ist sozusagen jetzt die Situation, die sich jetzt ändert. Dass die wahrheitsorientierten Kioskbetreiber, die sagen, nur diese naturbelassene Nahrung kann ich verantworten, den Kindern zu geben, alles andere wäre giftig und krankmachend, dass diese jetzt Konkurrenz bekommen mit dem anderen Kiosk, mit einem anderen Kioskbetreiber rechts hier, und das wäre jetzt also dieser Kioskbetreiber hier. Na, jetzt bin ich zu weit, oder? Ja. Also der rechte wäre dieser Kioskbetreiber, der linke ist dieser Kioskbetreiber. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, das ist jetzt, ich fasse jetzt quasi die ganze neue naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre NVWL zusammen, also alles, was heute neue Naturwissenschaft letztendlich seit Richard Dawkins circa 1980 im egoistischen Gen weiß, also seit dem weltweit wichtigsten Denker, wie es in Wikipedia heißt, in seinem
weltweit inspirierendsten wissenschaftlichen Werk aller Zeiten sozusagen angedeutet hat, nämlich seine grundlegende Systemkritik sozusagen. Und die fasse ich jetzt zusammen. Hier haben wir den wahrheitsorientierten Kioskbetreiber, der dabei bleibt. Nein, den Kindern darf ich nur Naturbelassenes geben und verkaufen oder eintauschen und so weiter. Und hier der andere irrt sich jetzt. Der entwickelt den vorteilbringenden Irrtum. Ich kann den Kindern auch künstliche Zuckersüßigkeiten verkaufen. Das ist auch in Ordnung. Das ist auch nicht schlimm. Das ist völlig okay und so weiter. Und jetzt passiert aber hier Folgendes. Die Kinder werden süchtig nach diesen Zuckerprodukten, verlieren den Geschmack für diese Produkte. Immer mehr Kinder. Natürlich können die Eltern jetzt noch versuchen, die Eltern sagen, ja, bleib bei den Naturprodukten, aber die Gefahr war damals noch gar nicht erkannt. Heute wird die Gefahr ein bisschen erkannt von manchen Eltern, 10% aller Eltern, die dann ihren Kindern sagen, ja, iss lieber die naturbelassenen Sachen und so weiter. Aber nach und nach haben also diese Zuckerprodukte den Geschmack verdorben, sodass die Geschmackssensorik taub wurde, wenn man diese Zuckerprodukte gegessen hat, so dass diese dann die naturbelassenen Früchte bitter schmeckten und so weiter und gar nicht mehr nicht lecker genug schmeckten. Also bewegten sich die Kinder weg von diesem Kioskinhaber und der ging nach einigen Generationen spätestens pleite. Diese Linie und die andere Linie hier mit diesem Irrtum, mit diesem vorteilbringenden Irrtum wurde der Marktführer und bekam ganz viel Erfolg und konnte dann hier lauter leibliche Nachfahren ernähren und Millionen von Kioskbetreibern sozusagen waren die Folge, die alle Süßwaren verkauften, ja, Zuckerkrams verkauften. Und dann bildeten sich vielleicht auch noch lauter Lehrlinge und Schüler kamen noch dazu, die diese Art von Kiosk lernen wollten. Vielleicht sogar dann irgendwann an einer Akademie, an einer Universität das studieren wollten. Und dann gab es lauter geistige Nachfahren, die alle letztendlich in ihrer Ausbildung die vorteilbringenden Irrtümer gelernt haben, dass diese Zuckerwaren doch unbedenklich seien und dass man es verantworten könne, diese zu verkaufen. Irgendwelche Rationalisierungen vielleicht im Freudschen Sinne könnte man das betrachten. So. Und das bedeutet jetzt also auch jetzt hier, dass dieser Kioskleiter ausstirbt, weil er bei der Wahrheit bleibt und bei dem Nützlichen für die Menschen bleibt, nämlich dass er sagt, ich kann nicht verantworten, etwas anderes zu verkaufen als diese reinen Naturfrüchte und völlig unveränderten Naturfrüchte und Naturgemüse, leckere süße Paprika und so weiter, Paprika-ähnliche und was auch immer es zu dieser Zeit gab, vor 400.000 Jahren und danach und so weiter, was halt in der Natur so wuchs, ne? Mit dem Aspekt, dass es gibt sicherlich eine gewisse Anpassung gab, wie ich sie vorhin beschrieben habe, zum Beispiel mit der Samenausbreitung und so weiter, der Konsumenten von bestimmten Obst und Gemüse und was auch immer, ja. So, und jetzt passiert Folgendes, dass der hier mit dem vorteilbringenden Irrtum, da strömen die Kinder immer mehr hin. Am Anfang war ja auch das Problem der Gefährlichkeit dieser Süßigkeiten und so weiter, war ja überhaupt kein Thema, ne? Und man konnte auch die Schäden, die vielleicht dann über die Jahre bei den Kindern auftauchten, die hat vielleicht niemand diesen Zuckerwaren zugeordnet. Ja, es gab vielleicht gar keine Möglichkeit hier, dass da jemand sagt, die Schäden bei den Kindern, die jetzt immer häufiger werden, die liegen an diesem Zuckerkiosk hier.
Das war gar nicht klar und ist ja auch heute noch nicht klar. Und auch die Zuckerindustrie bezahlt ja auch die Universitäten und Studien und so weiter, dass das immer wieder verschleiert wird, welche Schäden Zucker anrichtet. So die ganzen jungen Kinder, die schon diabeteskrank sind und übergewichtig und alles andere, Zuckergetränke und so weiter, Zuckergetränke aller Art, Softdrinks und so weiter, ja. So, und jetzt immer mehr Kinder aus der Schule laufen immer zu diesem Kiosk hin und immer weniger dahin. So, und jetzt die Vermieter dieser Kioske versuchen die Miete immer, natürlich immer anzuheben. Jetzt sehen sie, aha, dieser Kiosk macht da, der macht ja ein ganz tolles Geschäft. Da ständig sind da die Kinder, trauben davor, es bilden sich sogar regelrechte Schlangen. Dann erhöhen wir doch mal da die Miete, ja, und wollen auch was abhaben. Als Vermieter will ich auch was abhaben davon. Und ja, und obwohl die Miete erhöht wird und hier ständig ansteigt und der die Miete eigentlich nicht mehr bezahlen kann, bietet der hier dann auch an und sagt, hier, mein Sohn möchte gerne den anderen Kiosk übernehmen, wir zahlen ihn auch eine höhere Miete, ne? Und dann entmietet vielleicht der Vermieter diesen Kioskinhaber, weil der gar nicht mithalten kann und überhaupt nicht so viel bezahlen kann. Dann geht der Wahrheitsorientierte, und das ist jetzt entscheidend, der Wahrheitsorientierte Vermieter, Kioskbetreiber geht pleite, seine verantwortliche Idee des Kioskbetreibens mit rein naturbelassenen, gesunden Sachen stirbt aus und die Armee der befürwortenden, vorteilbringenden, Irrtümer tragenden Kioskbetreiber macht Filialen auf und irgendwann sind alle Filialen bestehen nur noch aus maximal vergiftenden, maximal suchterzeugenden Kiosken. Wir beschäftigen uns dann gleich, wir können ja jetzt schon mal andeuten, was gäbe es da für Wege noch raus? Was für Ausnahmesituation könnte es jetzt noch geben, dass immer noch ein Kiosk überlebt mit einigermaßen Obst und Gemüse. Erst einmal, das ganze heutige Gemüse, Obst und Gemüse ist ja in den letzten 400.000 Jahren gentechnisch verändert, denn auch Verzüchtung ist Gentechnik. Also Verzüchtung bedeutet, dass man in einem Tempo zum Beispiel mehr Zucker in Obst und Gemüse hineinzüchtet, dass es dann nicht mehr zu unserem Stoffwechsel passt, dass also der menschliche Stoffwechsel gar nicht die Zeit bekommt, sich so schnell an die Verzuckerungszüchtung anzupassen, dass er jetzt, das heißt, dass jetzt sogar Obst und Gemüse schon Diabetes auslösend sein könnte, weil es künstlich in sehr schnellem Tempo durch künstliche Züchtung oder künstliche Gentechnik auf viel zu hohe Zuckergrade hin verändert wird, wurde und wird, und so dass dann auch, also das heißt, so ein Kiosk heute, wo soll der diese Ursorten herbekommen, die noch nicht genetisch verzüchtet sind? Denn auch im Biobereich existieren überall diese genetisch verzüchteten Systeme. Der müsste dann also systematische Ursortenrückzüchtung betreiben und so weiter. Also wir sehen, es ist praktisch, also jetzt kann man sagen, jetzt hat man wenigstens noch einigermaßen etwas weniger schädliches Obst und Gemüse, das zwar verzüchtet ist, aber wenigstens noch etwas weniger schädlich ist als der ganze moderne Zuckerkram, ja? So, und jetzt wäre das nur vorstellbar. Dann haben wir 10% der Eltern sozusagen. Jetzt müssten entweder diese Eltern dahin gehen und sagen, wir finanzieren diesen Kiosk, damit unsere Kinder, die wir ja auch in diese Richtung aufklären, die Möglichkeit haben, auch immer zwischendurch einen gesunden Snack zu sich zu nehmen, wenn der Hunger sie überfällt oder so und so weiter. Aber jetzt gucken wir mal, wie oft in der Welt
gibt es das, dass die Eltern so einen Kiosk bezahlen und finanzieren und finanziell unterstützen, damit er die Miete, die ständig sich erhöhende Miete, die sich ja natürlich nach diesem Standard richtet, vor allem weil der ja immer anbietet, hier mein Sohn könnte den anderen Kiosk übernehmen und er würde die gleiche Miete zahlen wie hier, ja. Und hier, dass dann quasi hier die Eltern diesen Kiosk finanziell unterstützen, so dass der die gleich hohe Miete hier bezahlen kann und insofern Ruhe hat mit dem Vermieter, ne? Und keine Gefahr besteht von Seiten des Vermieters, dann ist letztendlich hier ja. Dann wäre das möglich. Aber jetzt mal ganz ehrlich, liebe Samstalk-Teilnehmer auch unserer Talkshow, wie häufig in der Welt wird das stattfinden? Einmal von einer Milliarde Kioske, ne? Oder einmal von hunderten Millionen Kiosken, die es auf der Welt geben. Es gibt vielleicht, ich weiß nicht, wie viele Abermillionen Kioske es so neben Schulen gibt und so weiter. Und ich habe noch nie von einem Fall davon gehört. Aber es könnte ja theoretisch einen Fall geben. Und dann wäre da also der Kioskinhaber tatsächlich ein bisschen wahrheitsorientiert, zumindest nicht ganz so voll von vorteilbringenden Irrtümern. Wahrscheinlich hätte er die vorteilbringenden Irrtümer im Kopf, dass das heutige Bio-Obst und Gemüse noch ausreichend gesund sei und so weiter, was aber schon wieder ein vorteilbringender Irrtum sein dürfte, aber ein kleinerer Irrtum als hier, der die Zuckerprodukte alle toll findet und gut findet und so weiter. Ja? So, und dann gibt es noch eine Möglichkeit, zum Beispiel hier, da ist eine Familie, die Milliarden gemacht hat, indem sie gewinnorientiert Unternehmen betrieben hat, so nach dem Motto, ja, wir stellen etwas her, was die Welt kauft und sorgen dafür, dass wir die Menschen gut zusammenarbeiten lassen und verdienen aber auch unseren Unternehmerlohn dabei und dadurch haben sich dann Milliarden Gelder angehäuft als Unternehmerlohn, als weiteres Investitionskapital. Und jetzt sagt einer der Erben, sagt jetzt, nein, also ich verwende das Geld, meine Millionen verwende ich dafür, hier diesen guten Kiosk weiterhin zu betreiben und ich stecke quasi mein Geld aus meinem Erbe in diesen Kiosk herein und bezuschusse den. Wie viele Leute machen das, liebe Leute? Wie viele Leute machen das im Kapitalismus, dass sie in einer Familie aufgewachsen sind, wo das ganze Denken auf Erzielen von Unternehmergewinnen abgezielt war, ausgerichtet war? Und wie oft gibt es wirklich das schwarze Schaf, das in irgendwelchen Krimis und Spielfilmen immer beschworen wird, der sein Geld für Gutes, tun benutzt? Ich glaube, dass das die absolute Ausnahme von der Regel ist und dass auch hier dann immer noch genügend vorteilbringende Irrtümer von wegen Ursorten sind nicht unbedingt nötig und so weiter, dann laufen. Aber das wären so Dinge, wo so etwas für eine gewisse Zeit lang, bis dann das Erbe verpulvert ist, sozusagen, und das Erbe weg ist, könnten solche Dinge mal eine Zeit lang vorstellbar sein. Aber jetzt davon auszugehen, dass quasi ganze Sparten und ganze Ausbildungen von Sparten, ja, also hier jetzt, dass in der Nahrungssparte systematisch hier, wo ist es? Nahrungssparte, da unten steht sie, das können wir nochmal so rumdrehen, hier, da, die Nahrungssparte, ja, und die Kiosksparte, ja, dass die wirklich dass da wirklich systematisch auch Wahrheit wäre, keine oder kaum vorteilbringende Irrtümer und wirklich Gesundheitsförderung und so weiter, das ist eigentlich nicht vorstellbar. Es geht ja sogar so weit,
Ja, also hier, wenn wir nochmal die Nahrungssparte sehen und Zuckersparten und so weiter und die Geldflüsse an die Politik, die Spielfilmemacher, die Journalisten, an die Universitäten und so weiter. Journalisten sind ja eben die, die uns Wahrheiten bringen sollen und Universitäten, eigentlich müsste man hier ergänzen, Journalisten und Unis. Ja, warten Sie mal, das machen wir doch gleich. Ja, jetzt steht es hier. Uni stellvertretend für alles Wissenschaftlerliche. Also eigentlich erwarten wir Menschen ja davon, dass Journalisten uns nützliche Wahrheiten für unser Leben liefern und das Gleiche erwarten wir von den Wissenschaftlern. Und wir erwarten eben nicht eigentlich, dass sie durch Geldflüsse auch in die Unis und so weiter dazu gebracht werden, die vorteilbringenden Irrtümer der geldgebenden Sparten zu multiplizieren und sie als Wahrheiten auszugeben, sozusagen. Aber genau das geschieht ja sowohl im Journalismus als auch in den Universitäten, in der Wissenschaft und so weiter, in der Marktwirtschaft generell. So, und jetzt waren wir ja bei dem Problem, ja, also dass wie geht's jetzt weiter mit dem Kiosk? Wo war der Kiosk? Oh, das war hier. Ja, das heißt also, jetzt haben wir die Situation, dass wir gezeigt haben, was zu zeigen war, nämlich, dass es im Rahmen der Marktwirtschaft zwar nicht absolut unmöglich ist, dass hier jemand sein Erbe verprasst, dass irgendwelche Eltern einen an sich nicht wettbewerbsfähigen Kiosk finanzieren und so weiter und dass jemand tatsächlich sein ganzes Erbe ruiniert, um etwas, was nicht wettbewerbsfähig ist, zu finanzieren, obwohl er aus einer Familie stammt, in der man immer auf die Wettbewerbsfähigkeit geachtet hatte und eigentlich nur und marktführende Unternehmen betrieben hatte. Nein, er ist das schwarze Schaf und geht aus der Reihe und bleibt bei der Wahrheit und tut das Gute, bis das Erbe verprasst ist. Ja, aber der große Trend ist, dass es also das Gute und die Wahrheit nicht geben kann in der Marktwirtschaft im großen Ganzen und eigentlich ist so unwahrscheinlich ist, dass es in der Marktwirtschaft das geben kann, was die Menschen, die gerne mit dieser großen Herde der Marktwirtschaft weiterhin mitlaufen wollen oder mindestens mit irgendeiner der Spartenherden der Marktwirtschaft mitlaufen wollen, ist eben so quasi so, ja. Es ist so unwahrscheinlich, dass da Gutes und Wahrheit noch übrig geblieben ist in einem 400.000-jährigen Wettbewerbssituationen-Spiel sozusagen, evolutionären Spiel, dass man darauf nicht setzen kann und dass es sich da letztendlich um eine Unkenntnis der Realität handelt bei solchen Annahmen. Ja, und jetzt komm, machen wir das Ganze noch ein bisschen schöner. Jetzt denken wir uns da aus Russland irgendwie, kommt ein neuer Kioskbetreiber und der macht das auch total ineffizient mit dem Zuckerverkaufen und so weiter. Aber der hat in Russland auch noch gelernt, irgendwie so ein Hass auf Schwule und Lesben, also so ein Homosexualitätshasser. So. Jetzt sind hier lauter Schulkinder, von denen vielleicht viele sozusagen in sich eigentlich aus irgendwelchen Gründen, jetzt nehmen wir mal an, da sind auch viele Schulkinder, die homosexuell eigentlich sind oder wären und so weiter. Und jetzt treffen die immer auf einen Kiosktier, wenn sie dann im Kiosk einkaufen gehen, sozusagen treffen sie immer, hier haben wir natürlich den Kiosk, wo es nicht der, der, wo der Verkäufer, die Verkäuferin kein homosexuellen Hasser ist. Und hier ist dieser russische homosexuellen Hasser. Und der macht immer, lässt ständig entsprechende Sprüche los, sodass es diesen Kindern, den Schulkindern, den
Homosexuellen darunter quasi total schwer fällt, in sich vielleicht zuzulassen, dass sie vielleicht dass ihr Lebensglück vielleicht in der Homosexualität leben würde, weil der eben so richtig nochmal deutlich macht, welcher Hass und wie schlecht und schmutzig angeblich das Homosexuelle sei. Und dadurch werden diese Kinder hier sozusagen ihre homosexuelle Seite in später leben, vielleicht gar nicht leben, wegen dieses sie sehr stark beeindruckenden, ständig irgendwelche Witze und Schwulenwitze oder sonst was oder irgendwelche Hass auf homosexuelle äußernden Kioskverkäufer, dem sie dann immer wieder begegnen und der da rumflaxt in dieser Hinsicht, ja? So, und jetzt ist es so, dass diese Kinder natürlich, denen fehlt natürlich ihr homosexuelles Glückserleben. Die haben also einen Glücksmangel und die kaufen deswegen noch mehr von den Zuckerkram. Sie werden also zusätzlich dazu, dass der Zucker künstlich besser schmeckt als die noch naturnäheren Früchte und Gemüse. Und zusätzlich dazu, dass der Zucker vielleicht eine eigene körperliche Süchtigkeit auslöst. Und zusätzlich dazu, ja, und jetzt kommt noch zusätzlich eine neue Dimension dazu, nämlich dass auch hier also glückszerstörende Kommunikationen sich auf die Kinder auswirken und die Kinder deswegen wegen des Glücksmangels noch stärker zuckerkonsumsüchtig werden und kaufsüchtig werden. Und so funktioniert die Marktwirtschaft tatsächlich überall. Ich habe jetzt nur dieses eine Beispiel von unendlich vielen Beispielen rausgenommen, des homosexuellen Hassers aus Russland, ja, aus der ehemaligen Sowjetunion. Und dadurch, jetzt bitteschön, entsteht jetzt auch ein Evolutionsdruck, der hat dann jetzt wieder Kinder, die auch homosexuellen Hasser sind durch seine Erziehung. Und wieder fängt es an, dass der sagt, ja, lieber Vermieter, ich zahle dir mehr Miete und mein Sohn könnte dir auch mehr Miete zahlen, wenn du ihm diesen Kiosk gibst. Und schon wieder ist der Druck, der Marktdruck und der Wettbewerbsdruck geht darauf hin, dass der hier irgendwann zumacht und der Sohn, der den Kiosk übernimmt und dann überall solche körperfeindlichen, sexualitätsfeindlichen Kommunikationen mitschwingen, in den Werbespots dieser Kioske, in den Werbeaktionen mitschwingen oder was auch immer, ja. Und in dem üblichen Smalltalk mit den Schülern ist immer wieder durchkommt, in Witzen durchkommt und so weiter. Und so haben wir in der Marktwirtschaft eigentlich immer eine Entwicklung hin zu Richtung vorteilbringender Irrtümer. Also in dem Fall ist ja auch der Homosexualitätshass dieses russischen homosexuellen Hassers auch wieder ein vorteilbringender Irrtum, denn er bringt Umsatz, ja. Also wir können auch wieder hier hingehen. So, wo ist es, ja? Also auch der neuerliche Irrtum, nämlich dieser Irrtum des homosexuellen hasserfüllten Denkens, erweist sich wieder als ein vorteilbringender Irrtum, der den Umsatz ankurbelt und der ihn zum Marktführer macht quasi. Und genau so läuft das leider in der Evolution. Ja? Und dadurch haben wir jetzt, haben wir eben diese schlimmen Situationen. Und jetzt bitte müsste jemand wirklich zeigen, wieso sich das Gute ausbreiten will. Meistens ist es nämlich so, dass im Samstag immer Leute sind, die eben sagen, hier, ich will deinen gesunden Menschenverstand verwirren. Du hast noch nie Geister gesehen, aber ich will dir klar machen, dass in der Marktwirtschaft auch Geisterseher wahrheitsorientiert sein können, dass es auch wirklich Geister gibt und so weiter.
und sozusagen, ja, und diese kommerziellen Clearing-Anbieter und so weiter, die sind, das ist die Wahrheit, kann doch auch die Wahrheit sein. Das soll man doch nicht so ablehnen, dass das die Unwahrheit sei. Ja, also erstmal, da haben wir erstmal Leute, die hingehen und wollen einem erzählen, dass das, was man immer erlebt, nämlich dass man nie jemals einen Geist gesehen hat, dass das falsch sei, es gebe Geister. Und anstatt das zu belegen und, und da in die entsprechenden Studien zu machen oder Experimente zu machen, wird einfach nur gesagt, naja, du musst doch so tolerant sein, dass du diese Umkehrung des gesunden Menschenverstandes einfach so akzeptierst, ja, also nach dem Motto, ja, die Tatsache, dass es die Clearing Betreiber gibt, ja, die beweist doch irgendwo schon, dass da was dran ist oder so, vielleicht sogar doch so weitgehend, ja. Und ja, aber genau das ist der Punkt. Wie will man ihn jetzt in diesem Kioskbeispiel wirklich klar machen, dass man in Marktwirtschaft mehr als außer in extrem unwahrscheinlichen Sonderausnahmen jemals die Möglichkeit hat, dass es zu Wahrheiten kommen kann, besonders im unternehmerischen Bereich, also dass ein Clearing-Unternehmen, wo jemand davon lebt, diese Clearings zu verkaufen, dass da irgendwie Wahrheit sein könnte. Ja, dass das Wahrheit sein kann, weil jemand aussteigt, wie ich zum Beispiel, und sein Leben nur der Wahrheitsfindung und der ehrenamtlichen Tätigkeit, jetzt auch hier halbtags ehrenamtliche Tätigkeit in Weltrat und Next Scientists for Future, dass solche Ausnahmemenschen es geben kann, einzelne Ausnahmemenschen, auch Galilei hat viel auf sich genommen, viele einzelne, Kopernikus, Kepler, Galilei, Isaac Newton, Semmelweis, Giordano Bruno hat sich verbrennen lassen für seine Überzeugung und so weiter. Aber solche wenigen Ausnahmemenschen, natürlich kann es die geben, die dann auch einzelne Wahrheiten bringen. Aber hier im Samstag war ja die Behauptung, dass ganze Geschäftsbereiche, die über Generationen entstehen, auch noch Wahrheiten beinhalten könnten. Und da habe ich ganz große Zweifel. Also das müsste man jetzt anhand des Kioskbeispiels zeigen, wie denn, wenn es immer um Geld geht, wenn ständig diese Wettbewerbsdrücke sind, ständig die Mieterhöhung droht beim Kiosk und so weiter, wie da sich Wahrheit halten können soll. Und ja, also außer in absoluten Ausnahmesituationen halte ich Wahrheit für fast unmöglich im Rahmen der Marktwirtschaft. Und diese Behauptung, ja, ich solle jetzt den gesunden Menschenverstand außer Kraft setzen und akzeptieren, dass alles, was dem gesunden Menschenverstand widerspricht, ja doch auch wahr sein könnte und das mit ins Kalkül nehmen und darauf Rücksicht nehmen und so weiter. Ja, dafür sehe ich keinen Grund, weil die ganze evolutionäre Analyse, die MEMGEA, die memetisch-genetische Evolutionsanalyse-Technik, ganz klar aufzeigt, keine Chance für ein nennenswertes Spurenelement von Wahrheit und Gutheit im Rahmen der Marktwirtschaft. Erst in der Gemeinwohlwirtschaft. Da würden sich die Verhältnisse umdrehen, ne? Oder in einer Kommune, wo man erstmal Ferntauschhandel, Tauschhandel und Markt gar nicht zulässt, sozusagen. Da könnte sich das Gute entwickeln, ja? Und so weiter. Und wenn wir jetzt also Gemeinwohlwirtschaft einführen, also Gemeinwohlwirtschaft einführen, dann wird ja quasi der Mensch, das Unternehmen mit den vorteilbringenden Irrtümern finanziell bestraft. Das wird quasi gemessen, wie weit zum Beispiel solch ein Clearing-Unternehmen oder dieser Kiosk, der Zuckerkiosk,
positive Auswirkungen auf die Gesundheit. Wie war das? Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner hat. Also das heißt, man guckt jetzt also sozusagen hier, ach, ich gehe immer zu weit, ja. Man guckt quasi dahin, aha, die Kunden, also Kunden, Mitarbeiter und Anwohner, wie entwickeln die sich rund die Kunden, Mitarbeiter, Anwohner bezüglich Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand rund um diesen Kiosk, nicht nur die Schüler, sondern auch die anderen Kunden eventuell und so weiter. Und hier genauso, wie entwickeln sich da die Kunden, Mitarbeiter und Anwohner? Und da wird dann also quasi hier bei dieser Kiosk, der etwas gesündere Kiosk, der Ausnahmekiosk, der würde dann große Verdienstzuschüsse bekommen, könnte deswegen die Miete weiterhin bezahlen. Der würde quasi von Staats wegen diese Verdienstzuschüsse bekommen, die meistens die Eltern solch einem Kiosk nicht zahlen würden. Oder quasi der Staatszuschuss, die Verdienstzuschüsse ersetzen quasi auch das große Erbe, das dann hier reinfließt und so weiter. Das macht der Staat, weil er quasi sagt, hier, Kiosk, du sparst uns so viel volkswirtschaftliche Gesundheitskosten, Krankheitskosten ein, dass wir dir von diesen eingesparten Krankheitskosten abgeben, so dass du dann sogar vielleicht mehr Miete zahlen kannst als der und kannst dann diesen Kiosk übernehmen mit deinen Nachfahren und dann entwickelt sich alles Richtung Wahrheit, tendenziell Richtung Wahrheit, Richtung Aussterben von vorteilbringenden Irrtümern. Ich zeige das nochmal hier. Ja, boah, ich bin auch wieder zu weit. Es entwickelt sich Richtung Aussterben. Also das, was vorher die Erfolgsquelle war, die vorteilbringenden Irrtümer, ja, Zucker ist harmlos und verantwortbar, ja, dann kommen, rücken diese, wenn sie starr dabei bleiben und nicht bereit sind umzudenken, rücken die in die Aussterbensposition, sterben aus. Und die hier rücken in die Position, weil sie durch die Verdienstzuschüsse wirtschaftlich gestärkt werden. Und diese rücken in die Erfolgsposition und breiten sich aus. So funktioniert die Welt. Und dann hätten wir am Ende lauter gesunde Kioske, gesundheitsförderliche, krankheitsverhinderliche Kioske, in denen es auch aufhören würde mit diesen homosexuellen, hasserischen Sprüchen und überall würde also die Kinder eher angeregt, das Leben zu genießen und ihre Körperkontakte auszuleben und zu genießen, sich daran zu freuen, damit sie nicht so viel Ersatzbefriedigungskonsum kaufen müssen, weil auch dafür kriegen ja dann die Kioskleiter Verdienstzuschüsse, dass sie auch die Kinder positiv aufklären. Denn das, was sie weniger an Verkäufen haben, kriegen sie wieder durch erhöhte Verdienstzuschüsse wieder überkompensiert, sodass sie dann sich noch besser dastehen als der Kioskleiter, der nicht die Kinder auch gesundheitlich aufklärt und homosexualitätsangstfrei aufklärt sozusagen und so weiter, ja, und denen vielleicht zu einem Genießen ihrer Körperlichkeit führt. Ja, und jetzt brauchen wir nur noch abschließend noch einen Satz. Wenn wir jetzt also so eine gemeinwohlwirtschaftliche Situation haben, da wäre es dann jetzt bei dem aktuellen Gesundheitsskandal auch so gelaufen. Da hätten hier jetzt, wo sind sie? Hätten unsere, hätten Politik, Universitäten, Wissenschaftler, Journalisten, Spielfilmemacher, hätten alle nur eins gesagt. Oh, da ist wieder mal ein neuer Virus. Also müssen wir noch mehr bei der Ernährung, beim Sport, bei allen immunstärkenden Faktoren verbessern, damit wir damit locker klarkommen. So einfach wäre die völlig andere Welt in der Gemeinwohlwirtschaft im Vergleich zur Marktwirtschaft.
Und die Hölle auf Erden, die uns die Marktwirtschaft gerade bereitet, erleben wir ja gerade, ja? So, tschüssi, bis bald.